Ach ja, 2021. Ich erinnere mich an dieses Jahr, als wäre es erst gestern gewesen. Und damit würde ich sagen, hallo Leute und willkommen zum Silvestertalk von, naja, 2021. Ich habe für dieses Jahr ein bisschen was geplant, um ein paar Sachen zu reden. Wie immer, also was heißt wie immer, wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das erste Mal. Möchte ich über meinen Kanal reden, was ich so alles gemacht habe auf diesem Kanal, also meine Accomplishments, kann man sagen. Ein bisschen werde ich auch auf Nintendo Directs eingehen und ein klein wenig auch auf mein Privatleben. Nicht allzu viel, aber auf jeden Fall ein bisschen, damit ihr so einen kleinen Geschmack habt, was ich so privat mache. Ihr Creeps. Für die, die das wissen wollen. Dieses Jahr mal wieder kein Feuerwerk. Weil es ist halt nun mal, zumindest hier in Deutschland, momentan verboten, dass man Feuerwerke benutzt. Finde ich persönlich ziemlich schade. Ich weiß, viele haben sowieso nie mit Feuerwerke irgendwas am Hut gehabt. Aber ich weiß nicht, irgendwie so vor ein paar Jahren war das noch so ein Ding, dass man mit Feuerwerken rumgespielt hat. Und das war noch cool. Und jetzt, weil irgendwelche Idioten sich da dabei verletzen, ist es gleich für alle verboten. Ist halt leider so, wie es ist. Muss man sich halt dran halten. Finde ich schade. Aber nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr, glaube ich. Wenn wir Glück haben, können wir es vielleicht ja nächstes Jahr tun. Letztes Jahr ging es ja auch nicht. Ach ja, und bevor wir jetzt richtig anfangen, will ich noch gesagt haben, ich werde mich wahrscheinlich sehr viel versprechen. Ich versuche es relativ uncut zu halten. Also ich hoffe, ihr versteht das. Wenn ich manchmal ein bisschen still bin, ein bisschen was brauche. Ich hab ja hier im Hintergrund wunderschöne, entspannte Musik. Höchstwahrscheinlich im Hintergrund irgendwas Schönes zu hören. Also lehnt euch einfach zurück. Genießt die Show. Ihr könnt es euch auch im Hintergrund anschauen. Ihr müsst nicht unbedingt das Video sehen. Ich versuche zwar hin und wieder ein paar Sachen einzublenden, damit das ein bisschen anschaulicher ist. Aber man kann sich auch das Video ohne das Video selbst geben, falls ihr versteht, was ich meine. Naja, wie auch immer. Fangen wir an mit dem Januar. Im Januar habe ich Kirby's Dream Land 2 gestartet. Das Let's Play fing am 3.1. an. Und ich wusste einfach schon vom letzten Jahr, ich möchte am Anfang des Jahres ein Kirby-Let's Play machen. Weil so Anfang des Jahres irgendein, ich sag mal, friedliches und, ja doch, so freundliches, friedliches Spiel direkt am Anfang des Jahres. Ich glaube, das macht schon eine gute Atmosphäre und ich finde, das hat geklappt. Ich weiß noch, dass ich sehr viel Spaß hatte mit Let's Play. Ja, im Januar kam auch noch ziemlich viel Pokémon Silber. Aber ja, ich habe mir auch Zeit gelassen mit Kirby. Also, das ist ja eigentlich ein ziemlich kurzes Gameboy-Spiel. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um es durchzuspielen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, was eigentlich auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ja, außerdem habe ich im Januar Dark Souls gestreamt. Das sieht man auch nicht oft bei mir. Ich meine, bei dem Zeitpunkt, ich glaube, das war der zweite Stream, kann das sein? Ich meine, es war der zweite Dark Souls Stream, den ich je gemacht habe. Da muss ich mal kurz nachchecken. Ja, das war der zweite Dark Souls Stream. Ich meine, das war ein riesiger Abstand, irgendwie ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr, als ich den ersten Dark Souls Stream gemacht habe. Ich habe ja auch im Silvestertalk vom letzten Jahr gesagt, Dark Souls wird kommen. Ey, es kam direkt im Januar. Wer hätte es erwarten können? Ja, Dark Souls, ja, es war ein bisschen schwierig wieder reinzukommen, aber ich weiß von späteren Streams, die ich jetzt übrigens nicht immer erwähnen werde, es gab ein paar in diesem Jahr, nicht viele, ein paar. Mittendrin hatte ich Spaß und dann irgendwie gegen Ende hin war es mir dann so, Alter, jetzt merke ich, das Spiel wird nochmal schwieriger und das ist Dark Souls, das ist allgemein schon richtig schwierig. Und ich konnte auch in den letzten paar Streams ohne Danny nicht wirklich weiterkommen. Aber das liegt ja alles außerhalb von Januar. Ich wollte es nur weghaben, damit ich nicht jeden Monat über Dark Souls reden muss. Egal, der Donut ist sowieso schon zu Ende. Gehen wir rüber zum Februar. Im Februar endete Kirby's Dream Land 2 dann auch wieder. Naja, wie gesagt, ist halt ein ziemlich kurzes Game.
Hab's auch zu 100% gespielt. Also ich habe alles gefunden, alles gesammelt. Pipapo, Final Boss, was auch immer. Genau. Ein richtig cooles Spiel, was in diesem Monat gestartet hat auf meinem Kanal. Ein Spiel, was nicht wirklich so nicht sehr bekannt war zu der Zeit und vor allem nicht im deutschen Bereich. Und zwar rede ich natürlich von Friday Night Funkin'. Tja, das Spiel, das Let's Play, hat bei mir am 5. Februar angefangen. Schon krass, wenn man sich das mal überlegt, weil das ist wirklich Friday Night Funkin', wenn ich mir das Video, also die ersten Folgen oder was auch immer, mein bisheriges Let's Play, könnte man sagen, dazu komme ich aber auch noch gleich, wenn ich mir so anschaue, ich war da nicht wirklich allzu gut. Aber ich habe wirklich gedacht, dass ich das schon letztes Jahr oder so gespielt habe, das Spiel. Aber nein, das Spiel habe ich erst am Februar angefangen zu spielen. Aber ich habe das Spiel irgendwie... Wo kenne ich das denn? Kann sein, dass ich das von Silvergunner kenne sogar. Weiß ich nicht. Habe auf jeden Fall von dem Spiel mal gehört. Dachte mir, ich gucke es mir mal an. Ich habe mir ein bisschen Screenshots angeschaut. Ich habe mir kaum Gameplay angeschaut. Dachte mir so, hey, sieht ganz cool aus. Kann ich ihm ja mal geben. Und ich glaube, da ungefähr hat auch so angefangen, das Spiel so richtig Popularität zu erhalten. Schätze, ich bin da ziemlich pünktlich auf den Wagon draufgejumpt. Nee, Spaß beiseite. Ja, Friday Night Funkin' ist ein ziemlich cooles Spiel. Spiele ich bis heute noch. Ich glaube, ich habe mich schon ein klein bisschen verbessert, könnte man sagen. Ich spiele ja dann schon hier und da die ein oder anderen Mods, die ein bisschen schwieriger sind, ein bisschen schwitzerisch, aber naja. Zu Friday Night Funkin' werde ich später noch ein bisschen mehr sagen. Im Februar habe ich außerdem ziemlich viel gestreamt. Eine Sache die ich gestreamt habe, war eine Nintendo Direct. Die größten Highlights für mich von dieser Direct waren auf jeden Fall Pyra und Mythra für Smash. Sind ziemlich cool in Smash, ich spiele sie nicht allzu oft, aber ich appreciate es, ist schon ganz cool. Mythra ist auch ziemlich hot, aber das ist nicht der Punkt. Splatoon 3 wurde revealed. Ich hoffe, die zeigen mal mehr, aber bisher haben wir wirklich nicht viel über dieses Spiel gesehen. Und ich bin, auch wenn wir nicht so viel gesehen haben, bin ich trotzdem gehypt darauf. Das Spiel soll ja dieses Jahr rauskommen. Und Miitopia und Zelda, welche beide dann am Ende auf meinem Kanal gelandet sind. Aber dazu später noch mehr. Außerdem kam eine Pokémon Presents. Das ist, glaube ich, so ziemlich die legendärste Pokémon Presents. Denn da kam ein Reveal von den Diamant und Pearl Remakes, wo wir so lange drauf spekuliert haben, dass sie doch in der Mache sind. Und dann die Reaction dazu war ein bisschen komisch. Ich habe mir irgendwie so gedacht, was ist das für eine Grafik? Ich mag das nicht. Was ist das? Ich will doch einfach nur Pixelgrafik haben. Oder zumindest, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Schwert- und Schild-Grafik hätte mir wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Bin kein allzu großer Fan von der Grafik von dem Spiel. Und Legends Arceus wurde auf jeden Fall revealed. Ein Open-World-Pokémon-Game. Also, es ist offiziell, also irgendwie irgendein Developer hat gemeint, naja, es ist nicht Open-World. Aber was ist es dann? Wir haben kaum Gameplay gesehen. Wir sehen zwar immer wieder Updates zu dem Spiel. Hier ein neues Pokémon, hier ein neues Pokémon. Das ist zwar ziemlich cool und hier, das ist ziemlich cool, dass du mir da hin und wieder mal neue Trainer zeigst, aber kannst du mir auch Gameplay zeigen? Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel werden wird. Das kommt ja Ende dieses Monats raus. Ich werde das wahrscheinlich eher streamen, weil ich bin ja immer noch an Pokémon Perl dran. Also an Leuchtende Perle bin ich ja immer noch dran. Aber ja, das war alles vom Februar. Der März war ziemlich cool für mich. Denn im März habe ich Puss gespielt. Mit Ausrufezeichen am Ende, ja. Es startete am 2. März und endete auch schon irgendwann später am 29. März. Also ich habe den ganzen Monat ein bisschen verstreut Puss gespielt. War ein ziemlich schwieriges Spiel. Ist so ein Spiel, da steuerst du mit der Maus die Katze und darfst halt nicht die Wände berühren. Und das Spiel kann ein bisschen verstörend sein für Jüngere. Aber, ich fand das Spiel auch ziemlich cool. Das war auch so eine Zeit, wo ich viel mit Editing und Schnitt und Thumbnails und so rumprobiert habe.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich ziemlich stolz auf meine Thumbnails von dem Let's Play. Ich finde die ziemlich, ziemlich cool. Mein Schnittstil, da hatte ich noch nicht unbedingt einen. Ich habe da ein bisschen rumgecuttet, rumexperimentiert. Hab auch so hin und wieder mal ein paar Leute auf meinem Discord gefragt, so, hey, habt ihr mal Bock mit mir das 45 Minuten oder wie auch immer, wie lange die gingen, Video anzuschauen, und mir sagt mir ein bisschen Feedback, wo hätte ich noch ein bisschen mehr schneiden können. An manchen Teilen sehe ich sogar, da hätte ich noch ein bisschen schneiden können. Ich hatte, glaube ich, sogar ein 1-Stunden-Video am Ende. Aber ich hätte das Ganze auch in mehrere Folgen unterteilen können, statt nur diese 6 Folgen, die das waren oder so, aber ich denke schon, dass ich so das Beste draus gemacht habe. Ich denke schon, ich hätte es ein bisschen verkürzen können, alles insgesamt, aber ich denke nicht, dass das so einen riesigen Unterschied gemacht hätte. Es ist nur mein Blick dazu. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Webtooder wurde beendet. Hey, war ein ziemlich, ja, es war schon cool. JRPG, glaube ich, war das. Also RPG oder JRPG ist ja eigentlich ziemlich das gleiche. Auf jeden Fall war es ein RPG mit Anime-Mädchen und einer Story. Also man spielte das Spiel eigentlich für die Story, und das habe ich auch getan, auch wenn die Anime-Mädchen schöner Bonus waren. dazu kommen auf jeden Fall noch weitere Teile, die ich auf jeden Fall noch streamen werde. Mal gucken, wann. Ich wollte es eigentlich sogar 2021 machen, dass ich mehr als nur den ersten Teil streame, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Warum, kann ich euch gleich noch sagen. Also das Spiel hat schon Spaß gemacht, aber es gab so viele Stellen, dachte ich mir so, warum? Warum muss ich das jetzt machen? Warum ist das so, wie es ist? Und warum ist jede zweite Map die exakt gleiche? Also, das Spiel war nicht perfekt, aber es war schon ganz nett fürs einmal durchspielen. Und ich glaube, hier ungefähr haben die Dark Souls Stream dann auch wieder aufgehört. Ich werde die bestimmt auch irgendwann machen. Auf jeden Fall noch dieses Jahr. Also keine Sorge, vielleicht, wenn ihr sogar sehr viel Glück habt, schon im Januar, aber glaube ich ehrlich. Mal schauen. Und im März schaut es jetzt tatsächlich auch noch ein anderes Let's Play. Und zwar Gato Roboto. Ein Plattformer, Metroidvania gesiegter Plattformer, der so alles so mit Schwarz-Weiß, mit so nur so 2 Paletten oder was auch immer gestealt war. Ich fand das ziemlich cool, das Spiel. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, die meisten hat dieses Spiel überhaupt nicht interessiert, weil es halt so aussieht, wie es aussieht. Aber ich fand es ziemlich cool. Ja, ich fand es definitiv ziemlich cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Oh, ich habe vergessen, über die geschnittenen Videos zu reden. Am 31. Januar kam ein Cringy Dingy Video. Am 6. Februar kam Uno, was ein bisschen zu lang war. Ich denke, heutzutage könnte ich es auch besser schneiden. Wie gesagt, Anfang dieses Jahres habe ich doch ein bisschen rumexperimentiert mit Schnittstil und alles. Trotzdem finde ich, es ist ein sehr, sehr lustiges Video, sehr unterhaltsam, kann man sich geben, finde ich. Aber das sage ich ja immer zu meinen Videos, ihr wisst ja Bescheid. Ja, im März kamen dann auch noch 2 weitere geschnittene Videos. Und zwar Cringe Dingy und Fall Guys. Woo! Ja gut, ich kann nicht mehr dazu sagen. Machen wir weiter mit dem April. Ja, im April habe ich Gato Roboto dann auch wieder beendet. Pokémon Silber endete auch. Das Let's Play ging ja wirklich fast ein Jahr oder so an. Ich weiß es gar nicht, ich glaube weniger, aber es ging auf jeden Fall ziemlich lange an. Ich weiß es gar nicht, wann habe ich das dann gestartet? Auf jeden Fall endete es im April. Das war schon ein bisschen traurig, finde ich. Weil ich liebe Pokémon, und ein Pokémon-Let's Play zu beenden ist nie wirklich leicht, vor allem bei den älteren Spielen. Aber es musste immer enden, alle guten Dinge enden, aber neue Dinge bekommen einen Anfang dafür. Irgendwie so war das doch. Und da Neptunia zu Ende ging, habe ich dann ein neues Stream-Projekt-Let's Play angefangen, und zwar Celeste. Am Anfang habe ich mir bei dem Spiel noch nichts wirklich gedacht.
Ich dachte mir halt, ja, ist ein Plattformer. Ich weiß nicht, ich wusste nicht mal, ob mir das Spiel überhaupt gefallen würde. Mir hat das Koopa gekauft. Danke nochmal an dich fürs Leiden. Nein, Spaß. Ja, er wollte, dass ich das spiele. Ich dachte mir so, okay, ja, warum nicht? Und ja, jetzt bin ich so fast am Ende des Spiels. Also ziemlich am Ende des Spiels, würde ich sagen. Und ich habe mich ziemlich durchgelitten oder geleitet. Ja, keine Ahnung, wie man das sagt, aber das Spiel war schon Pain. Weil es einfach so verdammt schwer ist. Aber irgendwie bin ich schon fast durch mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich die letzten 2-3 Level oder was auch immer ich noch machen muss, schaffen werde. Aber ich bin auf jeden Fall trotzdem stolz, dass ich so weit gekommen bin im Spiel. Ich denke, das haben die wenigsten geschafft. Weil ich spiele ja auch 100%, ich sammle ja auch alles ein und alles. Und ja. Ach, in diesem Monat kam mein bisher letztes FNF-Video, könnte man sagen. Zumindest von Let's Play her. Zwar kam dort das Tankman-Update, beziehungsweise das Week 7-Update. War schon ein ganz cooles Update, aber ich glaube, zu der Zeit habe ich mir gedacht, so, wir haben jetzt so lange gewartet und irgendwie gefallen mir die Songs nicht. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, wenn ich so wieder zurückgehe auf das Video, ich habe so das Gefühl, dass ich ein bisschen negativ gestimmt war auf, auf das ganze Update. Aber auch heutzutage überhaupt nicht. Ich mag die Lieder von Tankman. Die sind nicht meine Favoriten, aber sind auf jeden Fall ziemlich cool. Ich meine, es ist ein Lied von, es sind 3 Lieder von Kawaii Sprite. Wie kann ich es nicht mögen? Das waren dann auch mal wieder meine Chips. Zu FNF kann ich auch noch mal was zu sagen. Und zwar wird es irgendwann demnächst, erste Quartal von diesem Jahr, wird es ein neues FNF-Update geben. Was genau da drin ist, kann man noch nicht sagen. Zumindest jetzt noch nicht. Aber ich werde es definitiv für euch festhalten und ein bisschen Content für euch bringen, sobald es draußen ist. Allgemein, ich möchte versuchen, ein bisschen mehr Friday and Funkin' Content zu machen. Ich muss nur noch irgendwie herausfinden, was für FNF-Content ich machen will. Weil einfach nur irgendwelche Mods mir rauszusuchen und die aufzunehmen und hochzuladen. Ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass das so gut ist. Außerdem gibt es viel zu viele von solchen Kanälen, die was machen. Und ich brauche jetzt nicht der Deutsche von solchen Leuten zu sein. Oder was meint ihr? Ich weiß es nicht. Was neben Celeste auch noch gestartet hat, war New Pokémon Snap. Zu dem Spiel kann ich sagen, am Anfang war ich mega gehypt und dann kam das Spiel raus, ich habe es mir gekauft, ich wollte es sofort zocken. Es hat auch Spaß gemacht, die ersten paar Folgen hat mir richtig Spaß gemacht, aber ich glaube, so mittendrin im Let's Play kann man auch merken, dass mir irgendwie die Lust und Laune gefehlt hat zu dem Spiel. Ich habe es auch sogar am Ende tatsächlich abgebrochen, also zumindest fürs Erste, aber ich will hier nichts versprechen, ob das immer wieder kommt. Vielleicht streame ich das ja nochmal oder so, ich weiß es nicht. Grund dafür ist ganz simpel, ganz einfach erklären. Ich habe es einfach gehasst, dass man immer wieder die langweiligen Versionen, nenne ich sie jetzt mal, von den gleichen Leveln spielen musste, um dann das hoch zu leveln. Du musstest wirklich die ganzen Bereiche leveln, damit sie interessanter werden. Ich weiß nicht, mir hat das Gameplay-Konzept überhaupt nicht gefallen. Das hat mir wirklich auch das Spiel kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Das Spiel ist nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Das Spiel ist trotzdem noch ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, es ist schwierig für mich, da wieder zurückzugehen zu dem Spiel. Ich habe nämlich so ziemlich das gesehen, was ich sehen wollte. Einfach schöne Pokémon-Grafik mit schönen Pokémon. Ich könnte noch mehr sehen, aber ich bin momentan satt. Gehen wir rüber zum Mai. Im Mai habe ich ein Video hochgeladen, wo ich schwierige FNF-Mods spiele. Zu der Zeit war ich nicht unbedingt sehr gut in dem Spiel. Und zwar habe ich irgendwann mal die Mods, die ich halt gezeigt habe, geschafft. Und wollte das halt zeigen. Ich war aber nicht wirklich sehr gut in den Liedern, aber ich habe es geschafft und wollte es halt trotzdem irgendwie in ein Video verpacken.
Und dieses Video, ich saß da irgendwie wirklich 2 Tage oder so. Und ich sitze nie so lange an einem Video. Meistens, wenn ich ein Video anfange zu schneiden, schneide ich es noch am selben Tag fertig. Ich schneide für ein Video irgendwie, ich meine... Ja gut, es kommt immer drauf an, wie lang das Video ist. Aber auf jeden Fall ein paar Stunden. Immer. Aber ich muss ja auch, bevor ich schneide, es sind ja nicht nur ein paar Stunden zum Schneiden da. Es sind ja auch, viel Zeit damit vergeht ja auch viel Zeit damit, das überhaupt vorzubereiten, das Video, und auch alles aufzunehmen und so. Das ist auch nicht so einfach alles. Na, wie auch immer, zurück zum Thema. Das Video kam nicht so gut an, obwohl ich so lange saß. Ich wusste einfach überhaupt nicht, wie ich das Video gestalten möchte. Ich habe wirklich auch ein bisschen rumprobiert, könnte man sagen. Ich finde, das Video ist nicht schlecht geworden, aber es hätte definitiv viel besser werden können. Ich wäre bereit, nochmal so ein Video zu machen, falls ihr Interesse habt. Und dann würde ich es auch diesmal besser machen. Definitiv. Ich würde es diesmal besser machen. Denn Mai ist auch so ziemlich dafür bekannt, dass ich im Mai Miitopia gestartet habe. Ein, wie ich es immer nennen wollte, ein legendäres Let's Play. Ich glaube, mittlerweile ist es so ein, ja... Ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Let's Play geworden, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Legendenstatus erreicht habe, den ich unbedingt haben wollte. Weil ich wollte mit den Mies, man kann sich ja Mies aussuchen in Miitopia, wer hätte es gedacht. Dadurch wollte ich das halt richtig cool machen und eine richtige Lore, in Anführungsstrichen, also eine zweite Lore, die nicht nur auf Miitopias selber Story mit den Gesichtern und alles aufbaut, sondern auch auf meinen Mies aufbaut. Ich weiß nicht, ob ich das so gut hinbekommen habe, aber das war auf jeden Fall mein Plan, mein Ziel. Dass die Charaktere alle connected sind in einer Art und Weise. Ja. Gehen wir rüber zum Juni. Miitopia. Das war so ziemlich das Einzige in diesem Monat. Ach halt, es gab eine Nintendo Direct mit Kazuya, der wurde dort revealed. Ein Charakter, der mich nicht wirklich interessiert, aber ich dachte mir, okay, warum nicht? Mir egal. Das neue Mario Party Superstars wurde revealed. Ich habe das Spiel selber noch nicht, aber ich finde das Spiel mittelmäßig. Also es ist definitiv das beste ND-Cube-Game, aber ich finde es jetzt nicht so gut. Man kann das spielen. Ich finde schon, man kann es sich kaufen und spielen, weil es hat sehr guten Multiplayer, muss ich sagen. Also das ist wirklich erstaunlich. Das ist wirklich gut. Mario Maker kann das nicht sagen. Aber muss man nicht gespielt haben. WarioWare Get It Together wurde auch revealed. Ihr wisst ja eigentlich von meinem Top 5 Spiele dieses Jahr Gedöns Video, was ich für dem Spiel halte. Und Advance Wars 1 und 2 Deluxe Remake, wie auch immer es hieß, wurde revealed. Leider wurde es auf nächstes Jahr verschoben. Ziemlich schade eigentlich. Ich wollte es eigentlich unbedingt dieses Jahr noch mit euch das playen, aber ich glaube, das wäre sogar besser gewesen. Ist, glaube ich, sogar jetzt besser gewesen, dass ich das erst nächstes Jahr das playen kann. Da ich, naja, ein bisschen viel um die Ohren habe mit meinen Let's Plays. Dazu kommen wir aber bestimmt auch noch. Ich glaube, das Spiel kommt irgendwann im April oder so raus. Also seid auf jeden Fall gespannt darauf. Ich bin richtig gehypt auf das Spiel. Eins der Spiele, auf die ich halt für dieses Jahr am meisten gehypt bin. Miitopia again. Der ganze Monat Juni und Juli bestanden beide nur aus Miitopia. Und damit das nicht zu langweilig ist, rede ich mal ein bisschen über mein Privatleben. Und zwar ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Zeiten jetzt sind, welcher Monat, aber ungefähr zu dieser Zeit ging bei mir die Schule zu Ende. Das war auf jeden Fall ein sehr krasser Moment für mich, weil ich irgendwie 11 Jahre Schule hinter mir habe ungefähr. Das war schon krass. Im Endeffekt bin ich froh, dass es vorbei ist, weil Schule macht keinen Spaß, meiner Meinung nach. Aber es waren auf jeden Fall Zeiten, an die ich mich gezwungenermaßen zurückerinnern werde. Jetzt im Moment verdiene ich gerade ein bisschen Patte, Money, Kohle. Ja, keine Ahnung.
Ich würde auf jeden Fall sagen, ich verdiene Geld. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn du wirklich für dein Geld arbeitest und dann am Ende eine dreistellige Zahl liegen hast auf deinem Konto. Das ist cool. Ich weiß nicht. Außerdem lohnt sich das irgendwie einfach. Wenn du in der Schule bist, klar, du lernst, aber du verdienst kein Geld. Und bei der Arbeit, klar, du lernst nichts, aber du verdienst Geld. Versteht ihr, was ich meine? Okay, ich glaube, niemand versteht, was ich meine. Gehen wir einfach rüber zum August. Ich glaube, ich mache es gerade nur noch schlimmer, wie es eigentlich sein sollte. Miitopia! Sorry für den E-Rape, aber das ist so ziemlich das Einzige, was passiert ist. Nicht ganz. Nicht ganz. Und zwar bin ich umgezogen. Ja, ich denke mal, die meisten Leute wussten es gar nicht. Doch, eigentlich wusste es so ziemlich jeder, denke ich. Ganz ehrlich. Ich meine, man muss sich einfach nur den Titel anschauen und man weiß sofort alles. Ne? Wie war der Umzug für mich? Der Umzug, der lief ganz gut. Ich muss sagen, es war anders als sonst immer, weil ich habe ja schon erzählt in einem Video, ich bin mehrmals in meinem Leben umgezogen. Alle anderen Umzüge, die ich hatte, da war ich immer so mehr so im Hintergrund. Ich habe nie sehr viel mitgeholfen. Ich sollte auch nicht mithelfen, weil ich einfach nicht im Weg stehen sollte oder so. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Aber so dieses Jahr, also dieser Umzug, meine ich, ja, war das ein bisschen anders. Weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich mitgeholfen habe beim Umzug. Dass ich wirklich auch was geleistet habe. Ist das neue Zimmer besser als das alte? Also würde ich sagen, dass der Umzug, der hat geklappt. Der war erfolgreich, war sich gelohnt. Mehr oder weniger. Schwierig zu sagen. Das ist nicht so, als wäre die alte Wohnung schlecht gewesen oder so. Sie hatte auf jeden Fall Mankel, da keine Frage, aber ich muss schon sagen, ich denke, alles in allem ist mein neues Zimmer schon besser. Was ich dazu noch sagen kann, ich hatte tatsächlich in der alten Wohnung nicht mal alle meine Sachen, alle meine Kartons ausgepackt. Ich hatte wirklich noch irgendwie Kartons rumstehen, die noch überhaupt nicht geöffnet waren, schon seit ich da eingezogen bin. Also manche Kartons hatte ich wirklich nicht mal aufgemacht. Und dann gucke ich mir die beim Umzug an und sehe, dass irgendwie komplett ganz viel Müll drin ist, ne? Zum Beispiel sind da kaputte Brettspiele drin oder Fußballkarten oder kaputte Stifte, was weiß ich. Ganz viel Müll aus Kindheitszeiten, die ich alle nicht mehr gebraucht habe. Da habe ich mich wirklich gefragt, warum habe ich das nochmal mitgenommen? Wofür will ich das behalten? Klar, da sind Erinnerungen dran, aber das ist so Sachen, das sind so Sachen, die brauche ich halt nicht mehr. Ich denke schon, dass ich so in meinem Alter mich auch von ein paar Sachen, die ich nie überhaupt nicht brauche, trennen sollte. Und das habe ich auch getan. Das habe ich sonst nicht so in dem Ausmaß gemacht wie da. Ich habe mich von vielen Sachen getrennt. Und ich kann in stolzerweise sagen, jetzt in meinem neuen Zimmer oder neuen Wohnung, whatever, alles, was hier in meinem Zimmer ist, gehört alles mir, ist alles ausgepackt, jeder einzelne Karton, den ich mitgenommen habe. Ich habe nämlich auch, wie gesagt, viele Sachen weggeschmissen. Und das ist einfach gut. Einfach ein gutes Gefühl. Besser als in einer anderen Wohnung. Mehr kann ich nicht zum Umzug sagen, außer, dass ich mich ein bisschen an meinem Background versucht habe. Ihr wisst jetzt noch nicht ganz genau, wie der jetzt gerade aussieht. Aber das werdet ihr noch früh genug erfahren. Was sage ich zum Background? Wie findet ihr den Background? Frage ich einfach mal so. Wie findet ihr den bisher? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Ideen, was ich machen könnte? Ich denke, so wie der bisher ist, ist er nicht schlecht. Kann man benutzen, ne? Ich habe jetzt noch ein paar Poster aufgehangen. Das werdet ihr dann nächstes Mal auch sehen. Und vielleicht fällt mir in Zukunft noch mehr Sachen ein. Ach ja, natürlich. Und weil eine gewisse Person, Chris Kopp, es unbedingt wissen möchte. Die Roomtour, die kommt noch. Wann? Ja, keine Ahnung, du. Aber die kommt noch.
Ich brauche noch ein bisschen was, aber seid ihr auf jeden Fall gespannt. Die Roomtour wird definitiv noch kommen und das auf jeden Fall noch vor Weihnachten nächstes Jahr. Keine Ahnung, das, ihr braucht nicht so lange zu warten dafür. Ich bin noch nicht so gut mit Roomtours. Ich habe ja noch nie wirklich eine gemacht und ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus. Vielleicht kann mir da einer helfen, vielleicht so ein Chris oder so. Der will ja auch, dass ich die Roomtour mache. Ja, mal schauen. Im September habe ich Miitopia beendet. Naja, halb. Also ich habe die Story beendet. Aber Miitopia kommt jetzt immer noch. Und zwar habe ich jetzt die Afterstory vor mir. Die geht generell von wie vielen Folgen ich vorhabe zu machen. Soll sie wohl nicht so lange gehen, aber man muss sehr viel offscreen leveln, habe ich gehört. Habe ich jetzt schon so viel gelevelt, weil es kam ja schon lange kein Video mehr? Nein, noch nicht. Miitopia wird noch fortgesetzt, aber gerade bin ich so krass in Pokémon drin. Ich habe einfach gar keinen Plan mehr, wann ich Miitopia weitermachen soll. Außerdem, im September begann Zelda Skyward Sword. 2 Monate nachdem das Spiel rauskam. Also ich meine natürlich die HD-Port-Version, XD Deluxe. Woran lag das? Warum kam es 2 Monate später? Ich meine, ich habe es im Video gesagt, aber für die, die es... Ich kann es ja trotzdem nochmal sagen. Es lag größtenteils daran, dass ich kein Geld hatte. Ja, so lame wie es klingt, ich hatte kein Geld. Ich war doch noch nicht am Arbeiten. Ich glaube, erst ungefähr zu den Zeiten war ich erst wirklich am Arbeiten. Und ich glaube, das war eine der Sachen, die ich mir für mein erstes Geld irgendwie gekauft habe oder so. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Miitopia kann ich noch zu sagen. Ziemlich cooles Spiel. Hat Spaß gemacht. Hatte auch seine Up und Downs, aber im Endeffekt war es ein ziemlich cooles Spiel. Und es kommen noch Videos dazu. Ich kann wirklich nicht sagen, wann. Es ist ein bisschen schwierig gerade, habe ich ja gesagt. Und bei Zelda, ich bin noch komplett mittendrin. Und Zelda ist auch ein bisschen schwieriger aufzunehmen. Liegt halt einfach daran. Moment, lass mich mal ganz kurz nachschauen auf meiner wunderschönen YouTube-Videoliste. Trademark. Keine Ahnung, was ich laber. Oh Gott, ich habe schon wieder die geschnittenen Videos alle vergessen aufzuzählen. Mach ich gleich noch. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema. Zelda ist halt ein bisschen schwierig aufzunehmen, weil ich mittendrin in Pokémon bin und Pokémon, ich muss einfach die Switch anmachen, hab OBS an und dann nehme ich einfach auf. Bei Zelda allerdings, klar, ich muss erst das Spiel anmachen, dann muss ich die Joy-Cons erstmal rausnehmen und statt mit Pro-Controller spiele ich dann mit Joy-Cons, was ein bisschen blöde ist, aber ich will das ja zeigen mit den Motion-Controls. Und ich muss meine Cam dann anmachen, die immer richtig einstellen, weil ich die immer umstelle. Egal was ich mache, die ist immer so, wie ich sie nicht haben will. Keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Und dann muss ich erstmal den Delay hinkriegen, alles. Pipapo, es dauert ein wenig zum Vorbereiten, würde ich damit sagen, bei Zelda. Und das Schneiden. Und Zelda ist ja auch so ein Display, das schneide ich ja mehr als Pokémon. Deshalb dauert das da wiederum auch ein bisschen. Ja. Ich habe ein paar geschnittene Videos vergessen aufzuzählen. Die hole ich mal ganz fix nach. Kann schon mal vorkommen. Naja. Im April kam Simulator Gas Station. Das Video war wirklich eines meiner allerkürzesten Videos, die ich hier gemacht habe. Aber es kam sehr, sehr gut an und das ist schon cool. Ich mache ja sonst eigentlich selten kurze Videos, deshalb war das schon was ganz anderes so für mich. Du hast 10 Sekunden, random Steam Game. Im Mai kam nochmal Cringy Dingy. Im Juli kam das zweite Uno-Video, was viel kürzer war. Außerdem kam ein weiteres random Steam Game, Return. Am Ende kam noch Fall Guys. Und im August gab es auch noch 2 weitere random Steam Games. Eins davon, wo ich sogar später dann noch mal ein zweites Video zu gemacht habe. Und im September kam noch eine Cringy Dingy Folge. So, das sollten alle gewesen sein, die ich verpasst habe.
machen wir weiter mit dem Oktober. Im Oktober kam nicht nur Zelda, ich habe ein bisschen gelernt von Miitopia, sondern es kam noch die Miitopia Afterstory, also doch nochmal ein bisschen Miitopia, aber auch Zelda kam ganz viel. Und es kamen ein paar random Steam-Games wie .cat. Und in dem Monat war ich auch wieder ein bisschen aktiver im Stream-Bereich. Nicht wirklich krass, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ich habe ein paar Spiele gestreamt und so. Und ich hätte Geburtstag. Im Oktober hatte ich ein bestimmtes Let's Play geplant. Und zwar war ja im Oktober Halloween. Denke mal, die wenigsten von euch haben es verpasst. Und ich wollte da Five Nights at Freddy's 4, also FNAF 4, aufnehmen und Let's Playen. Wo war das jetzt? Ich habe das sogar letztes Jahr schon im Silvester Talk gesagt, dass ich das machen wollte zu Halloween. Wo ist es denn jetzt? Schon wieder nicht. Ja, gut. Woran lag es? Wo ist das Problem? Ich habe es tatsächlich aufgenommen. Ich habe sogar ein Video fertig geschnitten. Komplett fertig geschnitten. Ich finde es sogar mega lustig. Ich würde es euch gerne zeigen. Weil ich jedes Mal lachen muss, was ich sehe, aber... ich habe nur die erste Folge fertig, mit zwei Nächten oder so. Und ich habe die zweite Folge angefangen aufzunehmen, aber ich habe da wie Stunden Material, wie ich da immer wieder verliere und sterbe und sterbe und immer weiter und immer weiter. Und das Spiel ist super schwierig und verdammt gruselig. Also ich finde es richtig gruselig. Es macht mir Angst. Ich kann mich nicht viel konzentrieren bei dem Spiel, weil ich Angst habe vor dem Spiel. Das Spiel ist wirklich das gruseligste für mich persönlich. Und habe ich schon erwähnt, dass das Spiel ziemlich schwierig ist. Das Problem ist halt, ich könnte es so machen, dass ich... Also, ich könnte entweder versuchen, das Spiel mal zu streamen. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied machen würde. Vielleicht würde ich mich dann ein bisschen weniger ängsten, weil dann seid ihr da hier. Hi. Hallo Zuschauer. Du da, der gerade zuguckt. Hi. Vielleicht wäre eine Idee, und daraus dann halt die Videos im Endeffekt von den Streams halt rausschneiden. Oder ich muss mir das noch anderes überlegen, was ich mit FNAF 4 mache. Im November schaltete dann auch Pokémon Leuchtende Perle. Naja, was soll ich dazu sagen? Ist ein mega geiles Game. Ist besser geworden, als ich erwartet habe. Ist es nicht ist krass, ich meine, es ist halt immer noch Diamant und Perl von damals, aber halt besser. Ich würde schon sagen, es ist ein gelungenes Remake. Platin ist natürlich das beste Game von der ganzen Sinnoh-Reihe, aber trotzdem ist es ein ziemlich gutes Spiel und es macht auch ziemlich Spaß. Ich bin da noch nicht mehr fertig. Ich meine, ich kenne das Spiel trotzdem ganz und ne, aber ich bin noch überhaupt nicht fertig. Es gibt noch ein paar Afterstory-Elemente, die es damals nicht gab. Und zwar ganz viele Legis kann man irgendwie noch bekommen, aber ich will nicht so viel spoilern, für die mal jetzt Play schauen. Also, so ein Mensch oder so auf diesem Planeten. Irgendwer. Bestimmt. Mehr kann ich zu Pokémon nicht sagen. Mehr gibt's da nicht. Wir werden sehen, wie das Spiel weitergehen wird. Im November habe ich tatsächlich auch mich an YouTube-Shorts gewagt. Ich wette, die Leute, die auf Mobile sind, die kennen YouTube Shorts. Ich meine, es wird hier so richtig in die Nase gedrückt immer. Ich weiß nicht, wie ihr so davon haltet, aber ich habe es in dem Monat einmal ausprobiert. Ich werde es bestimmt auch irgendwann in Zukunft nochmal ausprobieren. Ich denke schon, es ist ein ziemlich interessantes Feature. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich gut ausnutzen kann, aber mit YouTube Shorts kann man halt ein bisschen mehr Reichweite bekommen und das ist ja so ziemlich das Ziel von YouTube Shorts. Das versucht ja auch YouTube so einen so reinzudrücken. Ja, ey, komm, du könntest ja mal ausprobieren, YouTube Shorts. Könntest voll krasse Views bekommen oder nichts. Und bei mir, naja, das Video hat sich schon ziemlich gut performt, muss ich sagen. Also wirklich gut, aber nicht so krass gut, wie ich es erwartet habe. Ich habe schon erwartet, dass das viel, viel mehr bekommt. So über 100 Aufrufe. Aber trotzdem, so wie es jetzt gerade gelaufen ist, nicht schlecht. Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. In dem Monat habe ich ein Team Fortress Video hochgeladen. Die mache ich ja nicht wirklich häufig, aber ich mache sie sehr gerne. Und ich habe Cringy Dingy hochgeladen. Das letzte von dem Jahr.
und das letzte auch vom November. Jetzt kommt der Dezember. Und was war im Dezember? Der Mike Bieser Adventskalender 2021. Trademark. Irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, wie der so ankam, der Adventskalender. Ich hoffe, er kam gut an. Ich habe versucht, ihn so gut zu machen wie der vom letzten Jahr. Ich denke, es ist auch relativ gut gelungen. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher, wie es jetzt im Endeffekt angekommen ist. Ich habe in dem Adventskalender auch viel versucht, ein bisschen auszuprobieren. Und zwar zum Beispiel FNF Bootlegs rufen mich an. Da habe ich ja einfach FNF Bootlegs auf dem Handy gespielt und mich dabei gefilmt. Oder was ich noch ausprobiert habe, ein Spiel zu spielen, was ich vor 5 Jahren jetzt gespielt habe, gucken, wie es heutzutage aussieht. Oder auch, was auch immer das für ein Video war. Ja, ich habe auf jeden Fall versucht, ein bisschen was auszuprobieren. Und, es gibt bestimmt Leute, die sich fragen, wo denn jetzt eigentlich die letzten 3 Videos sind. Du hast ja gesagt, es kommen 12, aber bisher sehe ich nur 9. Wo sind die letzten 3? Irgendeiner wird es ja schon gefragt haben. Ein Mensch hat sich das bestimmt schon gefragt. Und, die 3 Videos, die kommen noch. Aber warum kommen sie nicht schon, warum sind die nicht schon längst draußen? Ich muss irgendwie, ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe irgendwie das Ganze unterschätzt. Also ich habe das natürlich schon alles vorbereitet im November und alles, ne? Also Vorbereitungen waren nicht das Problem, es war einfach nur das Problem. Ich habe wirklich viel aufgenommen, und aber die meisten Sachen, die ich aufgenommen habe, da habe ich mir mitten in der Aufnahme irgendwie gedacht, so, ob das ein gutes Video wird, und dann habe ich es einfach nicht geschnitten. So, ich wollte wirklich, dass dieser Adventskalender von diesem Jahr wirklich mindestens genauso gut wird wie der letzte. Deshalb wollte ich wirklich nicht irgendwelche Videos nehmen, die zu risky sind, die vielleicht nicht gut werden. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich mir meine Zeit verschwende mit so einem Video und am Ende mag es halt keiner. Denkt sich jeder, ja, das ist halt langweilig. Ich meine, ich weiß nicht, was du da reingekotzt hast. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich im Endeffekt die 3 Videos verschlampt. Ich hab auch allgemein Weihnachtszeit unterschätzt, dass ich da... Ich habe gedacht, ich werde da Zeit haben, weil ich hatte letztes Jahr Weihnachtenzeit. Dieses Jahr nicht. Definitiv nicht. Ja, die kommen noch. Ich hoffe, ich krieg's ja alle im Januar raus. Und da wir jetzt durch sind mit dem Dezember, habe ich ein bisschen die Pläne für euch. Wie gesagt, die 3 Videos, ne? Die kommen noch. Ich hatte sogar geplant, dass ich als Weihnachtsspecial, also für den 24. das 12. Türchen, dass ich ein 500-Abo-Special mache. Aber dieses Jahr kam ich leider nicht zu den 500 Abos, was ich irgendwie ziemlich schade finde. Ist schon echt mies, muss ich so sagen. Keine Ahnung, was dieses Jahr los war. Abo-Zuwachs war mal wieder nicht vorhanden, so wie es eigentlich immer auf meinem Kanal zu haben ist. Also, keine Ahnung. Irgendwie mein Kanal ist damit verflucht, keinen Abo-Zuwachs, keinen Zuschauer-Zuwachs zu haben. Keine Ahnung, was ich da falsch mache, aber das sind so Sachen, die Sachen sind. Keine Ahnung, was sage ich dazu? Es ist auf jeden Fall ein bisschen traurig. Ich habe auf jeden Fall was anderes dafür geplant. Wie gesagt, kommt noch. Ihr wisst Bescheid. Aber meine anderen Pläne für nächstes Jahr. Ich hatte ja letztes Jahr gesagt, dass ich... ich weiß nicht, wo das war. War das im Silvestervideo oder war es woanders? Ich habe ja gesagt, ich möchte wöchentlich oder so ein geschnittenes Video hochladen. Es ist offensichtlich nicht wirklich durchgekommen, die Idee. Oder der Plan, wie auch immer. Das Vorhaben, diese Aktivität. Und naja, ich will nicht sagen, dass ich dieses Jahr mache. Also ich... Ich will auf jeden Fall sagen, dass jeden Monat auf jeden Fall mehrere geschnittene Videos kommen. Egal ob es, weiß ich nicht, sagen wir mal irgendwas wie Overwatch oder so ist, irgendwas richtig geschnittenes. Oder wie sage ich das? Es kann auch ein random Steam Game sein, was ich schneide. Aber auf jeden Fall werden, in diesem Jahr habe ich vor, dass viele verschiedene Games kommen. Oder besser gesagt, ich versuche es,
jede Woche, aber ich verspreche nicht jede Woche, vielleicht jede zweite Woche auf jeden Fall, dass ich ein random Steam-Game hochlade oder dass ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Overwatch oder sowas aufnehme und das dann schneide. Also sowas Geschnittenes halt, dass ihr das so relativ wöchentlich bekommt. Das ist mein Plan. Ob ich den einhalte? Tja, wir finden es in diesem Jahr heraus. Was sind so eure Pläne für dieses Jahr? Habt ihr irgendwas vorgenommen? Es gibt ja oft Leute, die sich was vornehmen. Habe ich mir was vorgenommen? Ich weiß nicht, das, was ich euch erzählt habe. Ansonsten ein paar private Sachen, die brauche ich jetzt aber ja auch nicht unbedingt anzuplappern. Oh Gott, wie lange ich nehme schon auf? Oh Gott. Also ich nehme gerade 50 Minuten auf, aber ich muss ein paar Sachen rausschneiden. Sorry, dass es gerade zu lang wurde. Ich wollte dieses Mal ein bisschen freier reden. Ich wollte nicht so viel schneiden. Ich hatte nämlich vor dieser Aufnahme noch eine Aufnahme gehabt. Da musste ich aber, ich habe schon am Anfang gemerkt, ich muss so viel schneiden. Ich habe es jetzt einfach nochmal neu gemacht, damit ich nur wenig schneiden muss. Juckt niemanden. Ich wünsche euch allen ein schönes, frohes, neues Jahr. Und ich hoffe, ihr hattet auch schöne Weihnachten. Das nur ganz am Rande nochmal drangehangen. Ja. Frohes Neues, guten Rutsch und fallt nicht hin. Euer Mike Bisasam.